Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ich bin hier runtergefallen. Aua. Ja, hi, die Mathilde ist natürlich auch da. Ja, hallo Mathilde, ich bin hier im Fight. Fight, fight. Ich musste den Ameisen helfen. Ich habe nur gesehen, dass da eine Agro-Ameise war und dann wollte ich genauer gucken und dann bin ich runtergeplumpst. Plumps, plumps. Und hier ist noch eine Kriegerameise. Fantastisch. Ah, ich habe einen Kriegerameisenkopf. Yeah, geil. Sehr schön. Das heißt, wir können uns eine Kriegerameise ausstopfen. Und Juhu. Die Rückwand ist kaputt. Ja. Ich hoffe, ihr seid glücklich. Ihr habt überlebt, Ameisen. Habe ich richtig gehört? Als wir angefangen haben zu spielen, habe ich gesagt, oh, hier ist doch bestimmt ein Arschlochkäfer. Dann habe ich nämlich hier schon geguckt. Wo ist der Arschlochkäfer? Ich habe ihn schon gehört. Ja, Die Kriegerameise würde ich sagen, heben wir uns auf, falls du einen Turm höher bauen willst. Was heißt nicht falls? Ja, wo wollen wir jetzt als nächstes bauen? Also, Plan ist, wir bauen irgendwo hoch. Die Frage ist nur, wo? Ich dachte, wir versuchen, so ein Fenster hochzubauen. Gut, dann sind wir uns doch einig, weil im Offscreen klang das noch irgendwie anders. Dass du erst hier den Turm hochbauen willst. Nö, das kann man ja immer mal wieder so nebenbei machen. Gut. Dann können wir später auch da noch eine Ameise irgendwie zwischenpacken. Ja. Ich würde dann gerne noch ein bisschen Essen mitnehmen und dann können wir auch von mir aus schon los. No water filtration tablets needed. Oh, hier Läuse. Ach komm, ich nehme mal drei mit. Bist du schon vorgelaufen oder? Nö, ich bin auf dem Turm. Du bist auf dem Turm? Kann man von da schon das Fenster sehen? Ich hatte vorhin noch mal ein paar Grashalme hingeworfen auf dem Dach. Aber hier sieht man natürlich nichts mehr, ne? Also da ist ein geschlossenes Fenster. Hier, da rechts. Ist das offen? Ich kann es jetzt gerade nicht sehen hier. Pass auf nicht, dass du dich runterfällst. Ja. Das könnte tatsächlich sein, dass es offen ist. Das ist aber am Stehen. Denk auf jeden Fall dran, die Gasmaske mitzunehmen. Ja, Heinrich, der Messi, der hat immer alles dabei. Mathilde muss doch nicht. Ich habe doch ganz viel Pflanzenfaser. Ah, siehst du, ich muss mir eine neue Gasmaske bauen. Dann bauen wir eine Gasmaske. Wenn das auch noch Gasgebiet ist, weiß ich nicht, dann müssen wir Grashalme mitnehmen wahrscheinlich, ne? Das kann sein, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal gucken, weil es kann natürlich auch sein, dass dadurch, dass wir nicht auf dem Beta-Server spielen, da kann es. Oh, hier ist noch eine Gasmaske. Das ist eine verrottende Gasmaske. Wir können ja einfach mal zu diesen, ich würde nicht direkt hingehen. Ich würde erstmal zu den Hügel gehen mit den zwei Arschlochkäfern drauf und von dort aus gucken, wie man da hinkommt. Ich muss gerade erst noch mal gucken, was ich so brauche. Fliegenpelz, Rüsselkäfer, Rüssel und Baumwanzenbrocken. Rüsselkäfer, Rüssel. It's worse than Dad's Brussels sprouts. Brauchst du noch lange, sonst gehe ich schon mal vor. Du kannst schon mal vorgehen, ich brauche aber nicht mehr lange. Gut. Fliegenpelz brauche ich noch. Ich bin mal gespannt, ob das höher ist oder niedriger als dieser Wassertümpel, den wir gebaut haben. Was sind hier so viele Kriegerameisen auf einmal unterwegs? Wart ihr früher auch mal so häufig unterwegs? Nee, ne? Hier sind irgendwie mehr geworden. Brauchen wir noch Milbenpilz? Weil da, wo ich hinlaufe, gibt es ja Milben. Muss ich gleich mal schauen. Weil wenn ja, dann töte ich die nebenbei. Wenn nicht, dann lasse ich die liegen. Also. Ja, ich muss einmal nachschauen. Moment. Ja. Also wir haben nur noch 19 Milbenpilze. Daher ja, ein paar töten kann man mal. Ja, so, dann nehme ich mir noch einmal hier Dingsbums. Oh, immer ändert das hier meine Aufteilung.
extrem nervig. Ich weiß, ich habe das irgendwann wahrscheinlich mal umgestellt und warum ist denn das hier alles weg? Zwei Milben, zwei Speere, beide tot. So, wo ist denn jetzt der Heinrich? Da. Also ich laufe jetzt einfach mal in Richtung des Heinrichs. In so Games, wo man Speere werfen kann, mache ich es eigentlich nie, aber hier mache ich es eigentlich sehr gern. Ja, vor allem auf mich, ne? Ja, gerade mit den Milben, die sind so buggy, dann kann man schön, oh scheiße. Er ignoriert mich einfach. Wer? Na, du? Wieso? Mach ich doch gar nicht. Oh scheiße, ich habe ja keine volle Ameisenrüstung an. Tüdelü. Gut, das ist natürlich schlecht, ne? Ey, du Scheißbaum! Muss ich hier meinen Speer holen? Gibt's doch nicht. So, du Laus, lauf weiter. Ich lass dich am Leben. Ich glaube, wir sind schon auf dem Beta-Server, so buggy wie das ist. So, jetzt habe ich eine rohe Laus für dich dabei. Wenn du Hunger hast. Jetzt gehe ich hier. Ich bin übrigens auch schon fast bei dir. Ja, ich habe hier. Seh dich da vorne schon rumlaufen. Ich habe gerade ein bisschen Speerwerfen geübt. Das ist sehr wichtig. Ja, die sind hier so ein bisschen hinten verbuggt. Oh, da wird's diesig. Hier wird's gasig, ja. Na, sagt's, Willow sagt das auch gerade. Da ist ein Arschlochkäfer. Ja, klar, da sind die Arschlochkäfer. Das sind halt Arschlöcher. Wir können ja an einem. Ich renne mal hier hinten lang. Gab es nicht eine Stelle, wo wir trotzdem so Schaden bekommen haben? Kann sein. Vielleicht da direkt beim Giftdings. Wenn ich hier stehe, ich weiß nicht, ob das Fenster auf oder zu ist. Also. Ich weiß nicht, ob das die Stelle ist. Man könnte auf jeden Fall erstmal auf die Veranda vielleicht versuchen, hochzukommen. Ja. Aua! Das war zu tief. Weil hier sind definitiv die Fenster zu. Das linke da. Aua. Ih, eine infizierte Samtmilde. Ich habe einen Pilzauswuchs bekommen. Ja, von denen haben wir so gut wie gar keinen. Ja. Da. Ah, ich bin hier oben. Ihr seid da unten. Edgy Badge. Ah, scheiße! Arschlochkäfer! Kam von hinten! Hilfe! Heinrich! Ja, ich komm ja schon. Ich hab keinen Feindkontakt. Ist doch gut, dass du keinen Feindkontakt hast. Bist du auf den Hügel gegangen oder in der Gasmasken-Lounge? Ich hab doch 17, 16. Habe ich die Gasmaske noch auf? Noch 10. Fünf. Ah. Drei. Zwei. Ein. Scheiße. Ja, ich weiß nicht, ob du meine Sachen nehmen kannst. Es gibt. Aua, ich krieg grad Schaden. Ich weiß nicht wovon. Vielleicht von den Samtmilben. Ach so, das ist eine Milbe gewesen. Ja. Spuckt ja. Hey, du Kackvieh. Hält auf jeden Fall mehr aus als die normalen Milben. Ja. Ich würde sagen, wir treffen uns irgendwo. Nicht da, wo gerade die Spinne ist, wo du hinrennst.
Und hier ruht sich eine Spinne aus, eine Wolfsspinne. Und da ist, sind zwei Stinkwanzen. Ohoho, die habe ich übersehen! Ich bin weg! Oho! Aber die haben irgendwas getötet, ne? Ich weiß nicht. Vielleicht kannst du mir deine Gasmaske leihen. Ja, das war meine Idee. Hallo. Hallo. So, dann ziehe ich mir mein Helmchen wieder an und ich lasse fallen. So, hebe es auf. Dankeschön. Ich will die Stinkpflanze töten. Ich will meine Sachen. Ah, ist eine Baumwanze. Wir wissen, was es da getötet hat. Da scheint eine tote Dings zu liegen. Ja, ich. Eine tote? Könnte auch schlafen. Nee, liegt eine Blattlaus, eine tote. Ach so. So. Dann kann ich dir deinen Dings wiedergeben. Ach, das sind nur Spider-Links, die sie gekillt haben. Ja, schmeiß mal her, schmeiß mal her, schmeiß mal her. Hab ich. That should keep me safe. Also die Frage ist, meinst du, das war da, wo das Gas war das offene Fenster? Ich weiß nicht, aber wir könnten ja erstmal was auf die Veranda hochbauen, dachte ich mir. Die Veranda ist nicht durchgehend. Die geht nur bis zu irgendeiner Hälfte. Ich weiß nicht, was da ganz links, aber es könnte zu sein. Ja, wir bauen erstmal zur Veranda hoch. Da wir können ja die Farbdinger nutzen vielleicht beim Bauen. Farbeimer. Da die Farbeimer. Vielleicht können wir die nutzen. Und guck mal, hier sind schon mal Stängel. Und hier sind keine Ameisen, doch Ameisen, aber ich hau hier, ich komme mal gleich rum mit Stängel. Dann brauche ich ja die Gasmaske gar nicht mehr, ne? Nee. Da. Feeling a little safer now. Also erstmal hoch auf den den Dings. Den Farbeimer. So. Okay, dann fange ich hier schon mal an, da die Markierung zu setzen, genau. Jawohl. Genau. Erstmal muss ich hier aber ein paar dämliche Milben killen. Hier ist nämlich Milbenparty angesagt. Und zwar ganz brutal. Und so viele davon sind dann doch schon sehr störend. So, Ameisen, wollt ihr mit mir kämpfen? Entweder du kämpfst mit uns oder gegen uns. Ihr scheiß Ameisen, da ist eine Milbe, die mich angreift. Ich hab keine Ruhe vor diesen scheiß Milben, ey. Also, ihr nervt. Danke, Ameisen, für eure Hilfe. Verräterschweine. Weißt du, wir konnten bloß nicht weiterrennen, weil da eine verfickte Samtmilbe war. Aber statt die mal anzugreifen, so tot zu machen, nein, greift das Vieh Heinrich an. Scheiß Ameisen, ey. Ich helfe euch nicht nochmal. Was, du hast Grenzen? Dachte ich bisher. Ganz viele Unkrautstängel. Ja, hast du schon irgendwo... Ach, da. Ich glaube, dann können wir auch hier wieder anfangen mit Essen und... Ja. Ich sammle jetzt erstmal alle Unkrautstängel ein, bevor ich die nicht mehr finde, dass die da auch alle wirklich abgeladen sind. Das ist eine gute Idee, dann renne ich auch nochmal zurück.
Ist jetzt nicht weit gewesen, aber das kann man wieder übersehen. Weil ich habe gerade doch tatsächlich eine ganze Menge Unkrautstängel abgeholzt. Ach. Kackmänner. Die könnten sogar fast reichen, die wir jetzt schon haben. Na komm her. Du hast die ganzen Milben, die Leichen nicht mitgenommen. Nee, ich wollte die einfach nur alle weghaben, weil die mich genervt haben. Ja, waren ja ein paar. So, dann gehe ich jetzt mal zum Gras rüber. So, dann fange ich ja schon mal an, andere Sachen hier vorzubereiten. Ja, was zu trinken und zu essen, ne? Genau. Lagerfeuer. So, da habe ich auch gleich mal einen Rüsselkäfer getötet. Der lief hier gerade so dämlich lang. Super. Hattest du hier in der Ecke schon, wo wir jetzt rumlaufen, Spinnen gesehen? Ja. Nee, das war mehr beim Stinkegras. Weil wegen Dings, ne? Ja, wegen einer Wolfsspinne oder so. Nicht, dass wir dann überrascht werden, so beim Abarbeiten hier. Oh, wir brauchen Quarz für die, apropos Spinne, da kommt gerade direkt eine angelatscht und da sehe ich auch einen Marienkäfer. Aber für die Tausammler bräuchten wir tatsächlich eine tote Spinne. Echt? Ja, weil da ja Spinnennetze drauf sind. Ja, dann wäre aber cool, wenn wir so ein, zwei Stufen schon mal hochbauen. Hm. Arschlochkäfer. Oh, das ist sogar eine Wolfsspinne, in die ich fast reingelaufen wäre. Tüdelü. Mit der lege ich mich dann doch nicht so gerne alleine an. Aber für die... Ah, die rennt natürlich genau da rum, wo unsere Sachen sind. Ja, wenn wir da ein, zwei Treppen haben, dann können wir doch von oben da erstmal töten. Eine Ameise rennt hier auch rum? Was wollt ihr alle hier? Wenn nicht, müssen wir links und rechts da noch Fallen bauen. Ich glaube, hier so ein Löwenzahn, wo wir Spitzen herkriegen, war ja gleich um die Ecke. Stämme haben wir ja auch. Ich glaube, hier eine Distel ist ja auch gleich. Ja, ja. Bei Distel war es, Entschuldigung. Was brauchen wir denn erstmal noch für unser Essensding? Sprössling und Kiesel. Hab ich noch irgendwas? Nee, da habe ich nichts. Ja, meinen letzten Quarz. Das ist natürlich doof. Ja, ich habe auch schon meine Quarze, die ich mit habe, da reingepackt. Das heißt, einer muss irgendwann zurücklaufen oder es gibt ja in der Nähe irgendwo Quarz. Ja, ich denke tatsächlich drüber nach, zurückzulaufen, weil wir ja auch... Wow, weil wir ja auch Dings brauchen. Wie heißt es gleich? Ja. Ne? Ja. Spinnennetze für unsere Tausammler. Ja, dann kannst du das gerne machen, wenn du möchtest. Es wird eh dunkel. Ja, dann mache ich das. Wenn du die Gelegenheit hast, dann bau Kiesel ab. Ich habe nämlich momentan noch keinen Hammer. Ich habe hier noch keinen Kiesel gesehen. Ach nee. Alter, diese Wolfsspinne. Wir müssen die erlegen. Echt, die... Ich sehe die nicht. Wo ist die denn immer? Die rennt hier bei den ganzen Blümchen rum. Oh. Hi. Ich bin Heinrich.
Wollen wir Freunde werden? Ich glaube nicht. Ich glaube, du hast sie jetzt gefunden, ne? Ja, ich muss kämpfen. Alter Scheiße! Die Treppe ist gleich kaputt. Oh, ich bin weg, oh! Fuck, bin tot. Wir müssen da. Ja, sorry, ich bin zu weit weg. Also, wir müssen da, glaube ich, erstmal Fallen bauen. Ja, das ist, vielleicht sollten wir den Unterboden mit Ton machen. Weil die hüpft und macht natürlich die unteren Stangen, die sind zweimal hüpfen, ist sie kaputt. Kackvieh. Und wenn wir die untere Ebene mit Ton haben, die hält ja mehr aus, dann können wir ja da normal mit Grashalm und Holz weitergehen. So, was wollte ich? Weiß ich nicht. Hi. Ich wollte Dings holen. Ach nee, erstmal aktualisiere ich mein Bett als Spawnpunkt. Better than starving, I think. So, das wäre das. Ich habe erstmal einen neuen Spawnpunkt. Ach, man kann nur Lehmrampe bauen, ist ja auch doof. Können die auch hochkommen? Wir können da auch einen Sprungdings bauen. Nee, das geht schief. Weil wir machen so 2-3 Lehmfundamente als Treppe. Können wir auch machen. Ich nehme mal so 12 Stunden oder 20 mit. Nicht mal irgendwie ganz viel Lehm? Oh, nur 15. Davon brauchen wir jede Menge. Quarz brauchen wir auch noch. Nehme ich doch mal 10 mit, ne? Ja, ich mache hier gleich Seile draus. Also wir müssen zusammenlaufen, weil ich will jetzt. Ja, alles gut. Nichts mitnehmen. Warte mal ganz kurz. Weil dann haben wir gleich ganz viele geflochtene Fasern, weißt du? Die brauchen wir für die Fallen und die Arschloch, die Wolfsspinnen, die schlafen am Tag. Ist es so klug, jetzt im Dunkeln hinzulaufen? Du bist nicht schon vorgelaufen? Nein. Bin hinter dir. Ja, dann lass mal los, ja. Auf zu unseren Leichen. Du hast deiner ja Leiche. Du hast ja. Warum lauf ich vor? Lauf du vor, du musst mich schützen. Ich habe nichts. Sogar Ameisen. Schnell durch die Ameisen durch! Ich bin euer Freund, ihr wisst es bloß noch nicht. Hier ist erstmal die Mystery-Maschine. Mystery! Mystery Machine! Oh yeah! Nope. Das war hier doch ja, du sollst nur vorlaufen, falls irgendwie Gegner sind, die du kannst du dann bekämpfen. Also genau geradezu ist mein totes. Ja, und genau geradezu sehe ich auch die Wolfsspinne laufen. Da oben rechts ist ein Stein. Siehst du den Stein rechts? Da kannst du doch dem. Ach, es ist da genau ein Marienkäfer, wo ich tot bin. Nee, gar nicht. 40 Meter entfernt. Kämpf gegen was. Okay, ist tot. Kannst du vom Stein der Ausguck halten oben rechts und dann kann ja ich hin und mein Loot holen. Spinne bei Marienkäfer. Danke.
Du bist aber... Ich will hier hoch. Spinne bei deinem Rucksack. Ja, es ist genau der... Hier ist toll, hier oben. Gucke. Hier haben wir einen schönen Ausguck. Kann mal kurz gucken. Ich glaube, ich konnte mich nicht alles mitnehmen, aber sieht gut aus. Ein Rucksack noch da, ja. So, wo ist denn das Arschloch jetzt hin? Wolfsspinne. Komm raus, wo immer du steckst. Ich mach mal die Sicht ein bisschen frei. Der war doch gerade mal vor uns. Wo ist der Marienkäfer hin? Wir sind wahrscheinlich hinter das Dings gegangen. Hinter dem... Rennen da im Kreis, oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich mache jetzt erstmal hier die Sicht ein bisschen frei. Ah, wir haben gleich kein Licht mehr. Ich habe auch ja, keine Lampe. Kacke. Na doch, ein bisschen Lampe habe ich. Da ist der Marienkäfer auf jeden Fall. Aber der geht weg, ne? Vielleicht kommt ja auch dann gleich diese scheiß Arschlochspinnere. Wenn du kurz hierher kommst, könntest du den einen Tausammler fertig machen, weil du hast ja geflochtene Faser mitgenommen. Gebastelt, ja. Hier brauchen wir noch 5 und dann wäre der erste Tausertropfensammler schon mal fertig. Habe ich. Light. Ist das hier? Ne, Kieselstein habe ich nicht. Turn away the inky depths of the night. Hm. So, dann fange ich hier an mit... Ah, Marienkäfer höre ich, okay. Ja, der tut aber nichts, wenn wir ihn nicht angreifen. Ja, aber ich kann ja gerade schlechte Menüzeit verbringen, wenn dann hinter mir diese Kack... Alles gut, ich bin direkt hinter dir. Kackspinne kommt. So, ich mach mal den ersten so. Oh Gott, ist der Marienkäfer. Kann ich nicht so schräg machen? Oh, was ist das denn? Geht das? Was hältst du von der Idee? Ich glaube nicht, dass uns das vor der Spinne schützt, aber wir können darauf weiter aufbauen. Ja, ja, genau. Noch so 2, 3 andere Dinge und dann bauen wir da weiter hoch. Okay. Oh, ich habe nicht mehr so viel. Oder? Guck mal. Können wir nicht hochspringen. Ist klar. Dann soll sie doch diese Treppe zerstören. Okay. Aber... Wenn wir von hier was bauen, dann dürfte es ja nicht kaputt gehen. Hoffen wir es mal, ne? Wegen den Socken. Ja, außer das Tonding ist im Arsch, ne? Dann. Verstehst du, dann macht es die Treppe kaputt, aber wenn wir hier eine Treppe weiterbauen, müsste die heile bleiben. Ich hole nochmal Gras. Weil mehr Ton habe ich auch gar nicht. Nur noch 3 Stück. Marienkäfer, du bist nett. Dich habe ich lieb. Wäre auch schön gewesen, wenn der Marienkäfer uns hilft und gegen die Spinne kämpft. Mhm. Denk dran, hier liegt auch immer noch dein Rucksack, ne? Ja, stimmt. Und halte die Augen offen nach Kieseln. Mach ich immer. Ich sehe schon, ich habe alle 3 zusammen. Perfekt. Ah, es ist nur noch meine. Ah, das war auf jeden Fall meine Gasmaske. Sehr wichtig. Ah, Mist, das war mein Anfangsgebiet und keiner hat Quarzit oder wie das Zeug heißt. Quarz. Ich habe Quarz mitgebracht, ja? Aber das habe ich ja zum Bauen der Tautropfensammler benutzt. Und jetzt habe ich noch. Moment. Jetzt habe ich immer noch 11 Quarz. Okay, jetzt mal zur Not Waffen reparieren. Und das heißt immer noch Quarz und nicht Quarzit. Ja, Quarz. Ich bräuchte hier oben mal einen Unkrautstängel.
verquarz dich. Verquarz dich doch selber. So, ich überlege gerade, wie ich die Fallen bauen soll. Ah! Marienkäfer. Ich denke mal einfach von da, wo der Marienkäfer kam. Hm. Was? Der springt ja hoch. Ja, der will vielleicht gucken, was wir da so schönes bauen. Jetzt wird es aber knapp mit den Unkrautstängeln. Dann muss ich bei Gelegenheit nochmal neue organisieren. Ach ja, und wir brauchen Saft. Saft? Ja, hier in der Nähe war doch, glaube ich, Saft. Jo. Hier sind auch noch ein paar Unkrautstängel. Ich suche mal den Löwenzahn und ich mache mal Licht. Ich sehe nichts. Power of Helion, Champion of the Sun! Da sehe ich dich doch schon. Bin voll. Armer. Ja, ich muss mal hier was rauswerfen. Ich glaube, das trockene Gras können wir später auch mitnehmen. Das ist hier ein bisschen im Weg irgendwie. Ach, hier ist noch ein Unkrautstängel. Soll ich den gleich mal abbauen? Jo. Unkrautfeld! Oh, der war leider nicht so ergiebig wie der Unkrautstängel davor. Naja, aber wir brauchen. Entweder für die Treppe oder für die Verteidigungsmaßnahmen. Ja, ja. Ey, baust du hier mal Treppe? Hallo? Geht doch. Ja, wir sind auch schon recht weit oben. Ach, Ameisen. Ich glaube, hier ist es auch nicht verkehrt, wenn wir wirklich dann von einem Eimer eine neue Treppe anfangen. Weil es dann wirklich die Spinne es kaputt kriegen sollte. Dass wir dann nicht alles neu bauen müssen. Ja. Ach, ich habe ja noch was zum Essen dabei. Also noch eine nicht gegrillte Laus für dich. Wenn die nicht gegrillt ist, kannst du die gerne auf dem Dings packen. Auf dem Grill. Ja, der ist jetzt fertig, ne? Ja, der ist fertig. Kannst du grillen. Habe ich gerade was gehört?
Oh, bei mir ist gerade irgendwie wieder buggy. Nee, der ist falsch. Wie, der ist falsch? Der ist falsch gebaut, der ist nach vorne. Den abreißen? Soll ich das machen? Genau. Warte mal. Nee, bei mir ist gerade echt buggy. Ich sehe gerade irgendwie die Dinger komisch. Ja, dann mach, ja. Dann mach ich. Was ist denn hier bauen? So, Basis bauen. So, da. Da wäre richtig. Moment mal, das ist jetzt da unten. Was hast du denn? Bei mir ist gerade echt extrem buggy. Ich weiß gerade nicht, was bei mir los ist. Die Treppe ist ja auch irgendwie doof. Da ist alles erstmal gerade und hier wird es irgendwie... Du, tatsächlich kacke. Von unten sieht die bei mir komplett gerade aus. Ich mache hier nochmal alles neu. Mach mal. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich selber nicht neu mache. Ah. Weg damit. So, und die Treppe steht scheiße. Das ist das Problem. Die steht schräg. Okay, bei mir war die gerade. Ja, ich kann nur das sehen, was ich hier, was mir... Ja, alles gut. Ja, so. Dann gehe ich in der Zwischenzeit noch ein bisschen hacken. Dann baue ich hier oben weiter. Da bewegt sich etwas. Das ist eine Spinne, aber die ist noch weit weg. Ach, wir haben noch keinen Saft, ne? Ja, ich habe leider auch keinen Hammer, sonst würde ich Saftfarben geben. Hier, willst du einen Hammer haben? Komm her. Warte. Ich bringe gerade noch mal ein paar Grasplatten zu dir. Oh, Spinne, 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 Spinne. Aua, ich bin tot, ich bin im Arsch, Hilfe. Also, Vorsicht, die Spinne ist da unten, die Spinne ist akku. Ja, die erste Treppe wackelt schon. Oh, der geht trotzdem kaputt. Am Arsch. Okay, wir müssen uns erst einen richtigen Verteidigungsring hier bauen. Kannst du mich einmal retten? Die Spinne geht nämlich gerade, ist da bei unserem... Willow! Willow! Ja. Well. Dankeschön. Von wo kam die denn? Ich kam irgendwie von der anderen Seite angerannt. Also wir müssen definitiv erstmal uns Saft besorgen. Oder wir suchen, gehen jetzt erstmal auf den Stein da oben und versuchen, die erstmal abzuknallen. Ja, dann haben wir wenigstens Zeit, dann nervt die nicht mehr. Genau. Das hätten wir als erstes machen sollen. Ja, das wollten wir, aber dann war dieses scheiß Viecher weg. Ja, ich will schon wieder abhauen. Bleib doch mal stehen! Feigling! Deine Mutter war ein Esel! And your father smelled of elderberries! I fart in your general direction! Triffst du? Ich treffe, ja. Oh, okay. Weil ich sehe sie nicht, aber ich mache Schaden. Ja. So, das war's mit der Wolfsspinne. Scheiß Vieh. Kannst du sie einsammeln? Ja, ich sammle sie. So was von Dann sammle ich ein paar Pfeile. Ich möchte auch ein paar haben. Ich muss auf 40 am Schluss wiederkommen, theoretisch. Ich hatte 60. Ich hab 40. Hier ist eins im Boden verpackt. Wer ist ein Schwund ist immer. Irgendwas will mich wieder angreifen. Das klingt nach einer dummen Milbe. Ja. Aber schon die nächste. Noch eine. Bin ich möglich bei den Pfeil? Hä? Hatte ich nicht 60 Pfeile? So viel liegen hier gar nicht. Ich hatte 40. Dann hatte ich wahrscheinlich doch keine 60. So. Come on. Was denn?
Babyalarm. Oh. Oh, Moment, nein. Ist wieder ruhig. Hat gequietscht, liegt jetzt wieder ruhig da. Scheiße. Vielleicht sollten wir die hier canceln, war? Die sind zu weit weg. Ich will, dass die näher ran haben, näher ran okay, sind. An der Treppe. Einfach mit seinem Hammer, dass ich Saft holen kann. Ja. Oh Gott, ich muss was trinken. Ich brauch Ton, also ich hätte es gern nochmal mit Ton. Ja, komischerweise, der andere hat keinen Untergrund gehabt, der war ja ein bisschen schwebend, vielleicht war das der Fehler. Weil der untere hier, der steht ja noch, der eine. Der eine ist noch heile. Also wir brauchen Ton und Saft. Hab ich das jetzt richtig verstanden? Jo. Okidoki. Just give me a second to let my eyes adjust to that. Ja, ich geb dir eine Sekunde. Wer weiß, wie schnell diese Scheißviecher wieder spawnen. Auf jeden Fall, das trockene Gras lassen wir hier mal stehen. Das ist ja auch so ein bisschen... Ich genau um dieses Ding. Was dumme ist, man. Ja, diese dummen Milben, ey. Kann das nicht so doppelt machen. Ja, und ich sehe wieder nichts. Na los, kommt her. Wollt ihr Stress? Ich mache euch platt. Wo nervt ihr denn? Kommt her, ich mache euch platt. Wollt ihr Stress? Mathilde, gibt euch Stress. Na los, kommt genau, her. Genau, gibt den Stress. Scheiße, ich hab keine Lampe mehr. Oh, jetzt geht der Mond unter. So eine Kacke aber auch. Scheiß Verein. Echt, ey. Ich brauch Ton. Echt, ich geh mal zum... Ach nee, ich kann ja gar nicht. Hahaha. Du hast den Hammer. Jawollo. Ich werde mir auch, glaube ich, gleich noch mal ein paar neue Fackeln bauen. Ja, bauen mir auch mal welche. Erstmal sammle ich Saft. Don't even need to boil. Ah, für Ton brauchst du aber, meine ich, eine Schaufel. Ah, Schaufel, siehst du, ja, stimmt. Die ist bei mir noch heile. Dann hole ich Ton. Hammer brauchst du dann eher wieder fürs Quarz. Vielleicht machen wir das auch so, dass wir zwischendurch dann noch so eine, dass wir das nicht, dass wir das mal so, Ton, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Säulen bauen. So, erstmal so eine Foundation so am Anfang und später, auch nochmal so ein, zwei Säulen aus Ton. Hm? Was für ein Geräusch? Ach, eine Milbe. Ach, hier ist die Falle. Upsi, schwupsi. Oh, dieser scheiß Klee ist mir im Weg. Was brauche ich denn hier für eine Fackel? Saft. Grasbrocken. Sprössling. Und Fasern. Ich glaube, wir sollten mal einen Break machen. Die Folge ist schon... Okay. Oh, du hast zu essen. Ja, ich liebe es. Wenn ein Speer trifft. Blind, hier war auch Ton. Jetzt wird es hier dunkel. Na, kann sein, dass gerade die
Ja, weil ich keine... Also bei mir sieht es jetzt aus, als ob es eher heller wird. Ja, ich habe nur unten geguckt. Wenn ich nach unten gucke, wird es dunkel. Das ist ja eine Milbe. Ich dachte, das wäre Saft. Gleich keinen Platz mehr. Ah, da ist was. Da, hier. Mehr Saft zu tragen. Also, letztes Mal konnten wir unseren Türmchen da oder unsere Treppe in Ruhe bauen, ne? Jetzt haben wir ja... Ja, ja, jetzt ist halt mal unter erschwerten Bedingungen. Genau. Und ich glaube, die Fallen, die ich aufgestellt habe, sind noch zu wenig, aber... Wir müssen mal gucken, wie wir das machen, weil wir müssen ja auch dran vorbeikommen, ne? Ja, ja. Ja, wie sieht's denn aus? Wollen wir einen Break machen? Ja, wir machen einen Break. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da oder, keine Ahnung. Soll ich jetzt alle Fallen, die du hier angefangen hast, vervollständigen? Ja, oder? Bitte. Einmal waren links neben den Eimer und einmal so vor der Treppe. Ich mache einfach die fertig, die du hier angefangen hast. Genau. Und ich muss einen anderen Weg nehmen, weil da ist Arschloch-Käfer-Time. Ba 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 ba. Arschlochkäfer. Ach ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.